So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind im Kapitel 2 angelangt von der Kampf-Herausforderung in Vorbereitung auf das Go-Fest. Event endet in 5 Tagen und 10 Stunden. Warum haben die das immer so knapp gemacht? Die hätten das doch, also das geht ja mal bis Mittwochabend irgendwie. Freitag fängt das neue an. Was ist denn mit Donnerstag? Die hätten das doch trotzdem bis Freitag früh um 8 machen können und dann direkt fließender Übergang in das nächste. Wir haben jetzt auf jeden Fall verwendet 2 Power-Ups bei Pokémon. Vielleicht nehmen wir nochmal Trigefallo. Besiege 2 Team Go Rocket Rübel, erlöse 2 Krypto-Pokémon und diesmal gibt es auch eine Pokémon-Belohnung, die erscheint. Wir wollen dann auch noch einen 5er-Raid mitnehmen. Und zwar hier oben an der Apostelkirche, der Extrem will auch mitmachen. Wir ziehen jetzt erstmal los, suchen uns einen Rübel. Aber Ramses, da sitzt doch einer. Genau, den suchen wir uns nämlich jetzt. Da laufen wir hin und melden uns gleich wieder. So, wir haben jetzt hier den ersten Rüpel gefunden, war auch gar nicht so schwer. Geschützturm, Stadtbefestigung, Hildburghausen, da drehen wir sogar den ersten Stopp des Tages. Seht ihr mal, wie nachlässig ich bin, renne schon den ganzen Tag rum, habe noch nicht mal einen Stopp gedreht. Dieser muskulöse Körper dient nicht nur der Show, das ist also Typ Kampf. Nehmen wir natürlich Psycho, es schlägt Regigigas vor, warum auch immer. Kampf ist effektiv gegen uns, deswegen nehmen wir... So, das hat man jetzt davon, wenn man vom Caridas natürlich Rocket Rüpel machen will. Da kommen die alten Damen im Rollstuhl aus dem Fahrstuhl raus und brüllen einen an. Ey, schieb mich mal. Dann schiebst du die dahin. Kriegst nicht mal ein Danke oder irgendwas. Sagst noch, okay, bitteschön, schönen Tag. Sie klingelt halt einfach und brüllt in den Sprechfunk. Geht mal runter, holt mich mal her. Das ist die Mentalität der alten Menschen. Sehr schön. Übelst freundlich, das freut mich ja immer. Wir geben aber trotzdem einfach mal Psycho ein. Ja gut, ach komm, scheiß drauf. Wir nehmen einfach die 3 Mewtwo, die da sind. Wir haben auch nicht ewig Zeit. Wir müssen nämlich 3/4 schon bei der Kirche sein, da wir uns ja damit extrem verabreden. Und oh mein Gott, da sitzt einfach mal ein Krypto-Macholo. Das ist cool. Bisher gab es ja bei Kampf, glaube ich, immer nur... Nocturn. Gab's Kikli? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin so bescheuert. Ich raff einfach gar nichts mehr. Aber es gibt ja neue Krypto-Pokémon. Es gibt ja auch Krypto-Labras jetzt, was ihr auch von den Bossen bekommen könnt, weil das alles gewechselt hat. Und das ist auf jeden Fall eine feine Sache, dass ihr euch Krypto-Macholo holen könnt. Weil wenn ihr das erlöst und da einen 100er mitnehmt, das ist auf jeden Fall was Nützliches. Da ist auch für mich der Anreiz wieder da, überhaupt Rocket Stops zu machen. Ein von 2 haben wir auf jeden Fall schon besiegt. Krypto-Macholo ist dann auch ein neuer Eintrag. Vielleicht ist es ja sogar ein gutes. Nehmen wir mal mit. 836, ihr seht, wie das vorangeht. Also besser geht's nicht. Übrigens stehe ich gerade hier da wie Captain Morgan. Ungefähr so, ne? Guckt euch das an. Oh yeah, Baby! Jetzt fangen wir aber noch das... krüppliche Macholo, ach das Krypto, Macholo, Mascholo, wie auch immer. Pushen werde ich wahrscheinlich dann wieder das Trigefallo, außer ich finde noch was anderes, damit das nicht so langweilig wird. Laufen jetzt dann aber erstmal zum Raid, suchen dann den zweiten Krüppel, Rüpel. Ah, das ist ja schon fast ein 100er, oder? Was sagt ihr? Das nimmt man natürlich gerne mit. Ist aber neu, wenn ich die Kryptos als Living Krypto Deck sammeln will, müsste ich natürlich mir nochmal 3 Macholo holen. Also noch 2, dann wieder entwickeln, dann wieder machen, aber braucht man das? Oder hebt man die nur auf, wenn sie gut sind? Ach, ich weiß es nicht. Sammelt ihr alle Kryptos als Familien? Oder erlöst ihr einfach nur und schmeißt den Rest weg, weil ihr keinen Beutelplatz habt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir ziehen jetzt weiter zum Raid. Treffen uns mit Extreme oder vielleicht macht er aus der Ferne und Digga, der Raid geht ja jetzt auf 11.28 Uhr. Zum Glück habe ich ihn auf 3/4 gesetzt, da habe ich nämlich noch 15.000 Jahre Zeit da hochzulaufen. So, diesmal mit 12 Accounts unterwegs, also nicht ich, insgesamt 12 Accounts in der Lobby und 236 Sekunden übrig gehabt. Team Blau hat diesmal die beste Leistung, aber ist ja auch nicht so schwer. Ich habe hier schon alleine 5 blaue liegen. Die sind alle blau, der ist gelb.
Was will man da machen? 2003er, der Große, den werden wir gleich fangen. So, nochmal von vorne. Der Große also mit 2003 und hier geht's weiter, die ganzen blauen. 1983, 1976, 1981, 1999, 1974. Der Große ist also wieder mal der Beste. Den werden wir jetzt noch fangen, dann brauchen wir auch noch einen zweiten Team, Go Rocket Rüpel. Und wenn wir das Kapitel fertig haben, geht der nächste Fünfer sogar unten an der Brücke der Technik auf. Da raide ich eigentlich gerne, hat man gute Ablagemöglichkeiten. Vielleicht können wir im Kapitel 3 wieder einen Raid einbauen. Wieder Kyurem, wieder Fünfer, wieder einfach so. Dann haben wir alles an einem Tag fertig, alles am Freitag direkt gelöst. Aber ich teile das ja trotzdem in 3 Folgen auf. Das fangen wir jetzt erstmal. Gucken mal, was wir noch erlösen, ob wir noch was Kleines haben oder noch was Kleines fangen. Und vor allem, was der nächste Rocket Rüpel ist. Nochmal ganz kurz für euch zur Verdeutlichung. Ich habe mal dem Extreme seine hübsche Map aufgerufen. Und ihr seht diese rote Arena mit dem Kyurem dran. Das ist auf jeden Fall die Arena, wo wir gerade waren, wo wir den Raid gemacht haben. Und die einzigsten 2 Rocket Stops in ganz Hildburghausen. Die einzigsten 2 Rocket Stops in ganz Hildburghausen, die wir gerade finden, ist der Feuerstop auf dem Friedhof und der Pflanzenstop mitten auf der Hauptstraße im Kreisverkehr. Wir laufen also jetzt Richtung Friedhof und wollen dort auf jeden Fall den Feuerstop mitmachen. Wir haben natürlich jetzt die Bosse und alles ausgeschalten, sonst gibt es da noch viel mehr zu sehen. So, wir sind jetzt hier angekommen am Friedhof. Das sieht man ja auch, hier ist alles schön grün. Das Lustige ist, wir bräuchten den Rocket Stop jetzt nicht mal, weil hier wieder so ein blöder Ballon rumfliegt. Und ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Ballon gemacht. Ihr seht, hier ist jetzt auch der Cliff drin. Der ist wahrscheinlich drin, weil ich ja den Rocket Radar ausgerüstet habe. Jetzt frage ich euch, wie kann man denn den Rocket Radar entrüsten? Weil es heißt, wenn man normale Rüpel will, soll man den Rocket Radar ablegen. Aber ich kann ihn ja in dem Sinne nicht ablegen. Ich müsste ihn jetzt benutzen, dass er weggeht und dann kommen aus den Ballons normale Rüpel. Aber ablegen kann ich ihn ja nicht. Es zeigt mir nur an, wo an den Stops Bosse sitzen. Das interessiert mich aber nicht. Das sehe ich auch theoretisch durch die Map. Und weil wir keinen Boss besiegen wollen, kümmern wir uns natürlich jetzt hier um die weibliche Feuer-Rocket-Rüpeline. Das heißt, wir nehmen natürlich Mewtwo. Was macht das für Vorschläge? Ich verstehe es nicht. Wir nehmen natürlich Kyogre. Irgendwie stört mich das Blatt. Aber ihr seht, wir sind außerhalb des Friedhofs. Hier ist nämlich das Tor neben mir. Das sieht dann ungefähr so aus. Hier ist das Tor. Ich bin nicht da reingegangen. Ich stehe hier so außen und gucke einfach nur. Ich hoffe, jetzt will keiner rein oder will keiner raus, sonst stehe ich ein bisschen blöd. Wir nehmen den auf jeden Fall noch mit. Dann müssen wir noch 2 erlösen. Dann müssen wir noch was pushen. Das müssen wir eigentlich locker schaffen. Ich werde den Raid aber, glaube ich, trotzdem für 13 Uhr ansetzen. Damit ich nicht so extrem unter Zeitdruck stehe. Ein Vulnona, okay, sehr schön. Ein Hundemon. Wird auch einfach weggesnackt. Sagt man da weggesmackt oder weggesnackt? Ich habe diesen Jugendjargon noch nie verstanden. Sehr effektiv, wunderbar. Dann fangen wir jetzt das Vulpix, was es ja geben müsste. Besiege 2 Team Go Rocket Rüpel. Haben wir also auch geschafft, haben wir auch gemacht. Wir nehmen das alles mit. Ja. Gucken, vielleicht ist das wenigstens jetzt ein gutes. Ich setze da ja eigentlich trotzdem immer eine goldene Beere ein, weil ich habe so viele goldene Beeren. Und die haben ja auch einen knüppelroten Kreis, wie man sieht. 1, 2. Und kommt natürlich raus. Deswegen immer schön goldene Beere, wenn ihr welche habt. 157. Vor allem habe ich letztens wieder für ein paar Zuschauer Raids gemacht. Die wollten unbedingt den Pokédex-Eintrag haben von Kyurem. Habe ich gesagt, okay, gib Daten her, ich mache was mit, alles hin und her, haben so ein paar Pässe drauf gemacht. Und dann staunt ihr, weil wenn ihr an einer fremden Arena ohne Freundesboost, ohne Arena-Boost, weil die Arena neu ist und keine anderen Mitspieler, die kennen und mit denen befreundet sind, dabei sind, ihr mit gerade mal 6 Bällen dasteht, 6 Bälle, wo man sonst gewohnt ist, so 14 bis 16 Bälle zu haben,
steht ihr mit 6 Bällen da, wollt eine goldene Beere werfen und die haben halt einfach nur 3 goldene Beeren. Im Endeffekt habt ihr also nur 3 wirklich realistische Versuche. Dann ist halt eben auch viel geflohen, ne? Das sieht, naja, wird ein 8,90er, aber wir können es für die Aufgabe ja mal erlösen, dass ihr mir das glaubt. Da haben wir wenigstens eins weg. Macht man normalerweise nicht. Man erlöst eigentlich ja nur 100er oder man erlöst nur welche, die 1000 Staub kosten, um da zu sparen. Wir erlösen das trotzdem mal. Gucken uns das mal an, ob ich jetzt recht hatte. Ne? Und es ist ein 98er. Wer hätte das denn gedacht? Können wir jetzt auch nehmen direkt und wegschicken. So. Ansonsten noch 2 Power-Ups und noch ein Krypto erlösen. Da suche ich mir aber erstmal eins raus aus dem Beutel. Laufe wieder Richtung Stadt. Guck nochmal, was ich push. Meld mich dann gleich nochmal zurück. Und vielleicht findet man ja noch irgendwas Cooles unterwegs. Gut, ich sehe gerade, wir haben ja noch ein Skelabra im Beutel rumfliegen, was nicht gemaxt ist. Das werden wir jetzt einfach maxen. Wir brauchen zwar nur 2 Power-Ups, aber wir machen einfach mal alle drauf. Das sind dann 88.000 Staub und 118 Bonbons, die wir jetzt draufpacken. So ist die Aufgabe gleich mit einmal fertig. Ja, wir müssen es noch 10-mal bestätigen. 233 WP noch dazu. 3268. Das ist auf jeden Fall eine coole Socke. Und wir müssen noch eins erlösen. Geben wir mal Krypto ein. Krypto. Ich könnte natürlich mein Lavados erlösen. Dann wird das ein 100%iges Lavados. Und das mache ich dann mit Flugattacken und das andere mache ich dann mit Feuerattacken. Ich habe noch keinen 100er Lavados. Eigentlich wäre das cool, oder? Das habe ich letztens schon, aber dann fehlt mir natürlich das Krypto Lavados. Ja, aber was macht man auch schon großartig mit? Es sieht aber so cool aus. Ich habe keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall genial. Ihr seht, das ist wie gesagt hier ein 93er. Würde ein 100er werden. Ich lasse mir einfach noch Zeit. Wir gehen mal kurz hier Nummerierung durch. Vielleicht haben wir irgendwas noch doppelt. Ach, da ist doch noch ein Hondio. Na, das ist doch schön. Nehmen wir das, erlösen das Hondio. Dann haben wir auf jeden Fall das 2. erlöste Krypto-Pokémon. Sind damit auch fertig. Ich glaube, ich stelle euch mal ganz kurz hier ab. Denn jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen nämlich noch die Pokémon-Belohnungen. So, ihr steht jetzt hier auf dem Schwimmbad-Eingangstor. Jetzt muss man da auch nichts Fettes verbrauchen. Holen hier mal die Belohnungen ab, holen die Kapitelbelohnung ab. 3 Top-Dränge, 3 Top-Leber sind dabei. Und ein mysteriöses, ein geheimnisvolles Pokémon erscheint. Es ist ein Kickli in die Fresse. Das nehmen wir mal mit gelben Beeren mit, warum auch immer. Und probieren es mal einfach fabelhaft zu treffen. Gesagt, getan. Gucken, ob es gleich drin bleibt. Sonst können wir noch einen zweiten Versuch starten. Ist drin auf jeden Fall. Jetzt ist es auch noch ein 100er. Das ist richtig brutal. Nein, wir gucken es uns mal an. Und es ist ein schlecht. 14, 10, 10. Können wir theoretisch eigentlich auch gleich wieder wegschicken. Wir lassen es mal kurz drin. Dann ist das Kapitel jetzt zu Ende. Kapitel 3. 3 Team Go Rocket Rübel. Rette 3 Krypto-Pokémon. Also nicht erlöse 3 Krypto-Pokémon, sondern rette 3 Krypto-Pokémon. Ist retten dann, wenn man die aus dem Ballon catcht. Verwende 3 Power-Ups bei Pokémon. Und dann gibt es ja diesen Super Rocket Radar. Und mit diesem Super Rocket Radar müsste man also auch Giovanni herausfordern können. Und kriegt dann Krypto Suicune jetzt neu. Das aber im nächsten Kapitel. Ob das klappt, ob wir das schaffen, sehen wir dann. Wir machen uns trotzdem Richtung Raid. Vielleicht finden wir noch einen Krüppel, einen Rüpel unterwegs. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.